Nach einem Zeichen ihres Anführers stürmen prorussische Aktivisten das Verwaltungsgebäude von Lugansk im Osten der Ukraine. Mit Beilen und Baseballschlägern räumen sie sich den Weg frei. Wenige Minuten später wehen über Lugansk Flaggen Russlands und der selbsternannten Republik Donetsk. In der 500.000 Einwohnerstadt besetzen tausende Angreifer die Regionalverwaltung, die Polizei und das Gebäude der Staatsanwaltschaft. Die ukrainische Staatsgewalt ist machtlos. Die gut 200 Polizisten lassen sich im Innenhof des Verwaltungsgebäudes von der Menge buchstäblich an die Wand drücken. Zu zahlreich und feindselig ist die Menge, die ihnen gegenübersteht. Am frühen Abend ziehen die Polizisten ab, kampflos geschlagen von einem aufgebrachten Mob. Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turchinow bezeichnet die Polizisten im Osten des Landes als Verräter und wirft ihnen Untätigkeit vor. Die Ereignisse im Osten des Landes zeigen nach seinen Worten die Machtlosigkeit der regulären Staatsgewalt. Prorussische Milizen haben inzwischen die Kontrolle über die Verwaltungen von rund einem Dutzend Städten im Osten der Ukraine.